Wir haben die Fähre verpasst. Wir sind im Krankenhaus, weil Marie von einer Schaukel runtergefallen ist, aus 2 Meter Höhe. Die Schaukel hat sich selbst einmal überschlagen und Marie ist auf den Bauch gefallen und zwar mit ihrer Hand direkt hier aufs Gelenk. Und jetzt tut ihr unheimlich doll die Hand weh und sie hat ganz bitterlich geweint. Wir hoffen, dass nichts gebrochen ist, weil wir am Samstag leider schon weiter waren. Da ist mein Mädchen. Ja, Maries Arm ist jetzt ein bisschen angebrochen. Ja, das war's. Wir haben keine Rechnung bekommen. Also wenn irgendwas passiert, dann schicken sie sie zu meiner Cousine, weil ich müsste irgendeine polnische Adresse eingeben. Die weiß noch nichts von ihrem Glück, aber ich werde sie gleich anrufen. Mal gucken. Wir haben ja eigentlich eine gute Auslandskrankenversicherung. Muss man ja auch mal dazu sagen. Wir haben eine gute Auslandskrankenversicherung auf Reisen, falls eben solche Fälle passieren, wie sie passiert sind. Heute ist Fronleichnam und wir sind gerade in die Stadt gefahren und hier ist, wie nennt sich das, Fronleichnamsprozession? Oh ja. Prozession, genau. Also hier ziehen alle Leute durch den Ort, werfen Blumen, singen und beten. Die Prozession ist durch. Wir haben anschließend noch den Gottesdienst mitgemacht. Und wir wussten nicht, wie lange es dauert, aber es waren bestimmt 5.000, 6.000 Leute dabei. Und ja, witzig, ich habe das erste Mal in meinem Leben mitgemacht. Ich hatte keine Ahnung, ob das eine Stunde dauert oder 3 Stunden. Und es war richtig heiß. Die Sonne hat runtergebrannt. Wir haben uns nur von Schattenplatz zu Schattenplatz gerettet. Jetzt gehen wir zu Magda und hallo. Mathilda hat ihren ersten Podcast aufgenommen. Sie wollte nämlich, als ich einen Podcast aufgenommen habe, wollte sie mich nicht in Ruhe lassen. Da haben wir gesagt, dann machen wir es halt zusammen. Und wir sind jetzt die Podcast-Partner, richtig? Nein. Ja, hört mal rein. Link packen wir euch hier unten rein. Könnt ihr reinschauen. Mathilda berichtet so ein bisschen von dem Zirkuswagen und von dem Haus in Österreich. Und hier von Polen hat sie mir ein bisschen was ins Mikro erzählt. Ich glaube, knapp 20 Minuten sind es geworden. Er gibt einen kleinen Sprung in der Geschichte. Ich weiß nicht ganz genau, wo wir stehen geblieben sind, aber so einiges passiert seitdem. Und guckt euch mal diese gestresste Frau an. Guck mal. Nein, Stefan, jetzt Kamera aus und filmt lieber. Doch. Wisst ihr, was uns passiert ist? Wir saßen heute in der nicht Kirche. Nicht uns, dir, mein Freund. Nicht uns. Nein, ich find's auch nicht witzig. Wollt ihr es wissen? Wir haben die Fähre verpasst. Wir haben eine Fähre gebucht von Polen nach Schweden hoch, weil in Schweden unser nächstes Häuschen ist. Und ja, das Problem ist, guck mal hier, die Kinder liegen schon im Bett. Das Problem ist einfach, wenn man die Tage verdaddelt. Ich habe gedacht, wir fahren am 2. Juni, aber die Fähre war gebucht am 1. Juni. Da ist Mathilda, alle da. Jedenfalls sitzen wir in der Kirche und dann überlegen wir, warum uns die Putzfrauen eigentlich heute erinnert haben, dass wir heute schon ausziehen. Wir denen erzählt haben, nee, wir ziehen morgen erst aus dem Haus. Und dann sagten sie, nee, wir waren nochmal in der Rezeption eigentlich heute, aber ihr könnt gerne noch einen Tag bleiben. Spätestens da hätten ja alle Alarmglocken klingeln müssen, haben sie aber nicht. Und als wir in der Kirche dann vorhin saßen, habe ich gerade gesagt, also irgendwie, lass uns doch mal auf die Buchung gucken. Und dann hat sie in der Kirche ganz schnell auf ihr Handy so geguckt, guckt mich dann an mit so einem bisschen so einem Blick, wo Frauen einen so richtig an die Wand nageln mit können. Genau so ein Blick. Naja, dann haben wir hier 2 Stunden ein bisschen rotiert und gedödelt und versucht noch was umzubuchen und sonstiges. Und jetzt werden wir die ganze Nacht mit dem Auto fahren müssen, damit wir morgen dann in Gdynia sind und nehmen morgen früh um 9 die Fähre. Kostet natürlich nochmal ein bisschen Geld extra, ziemlich dämlich. Wir kommen später in Schweden an, keine Ahnung, ob wir einen Schlüssel noch bekommen. Challenge accepted. Und hier sitzt die gute Laune. Nein, weißt du was? Wir müssen doch, wenn wir morgen auf der Fähre sind, dann müssen wir doch was haben, womit wir die Kinder beschäftigen, wenn wir da 10 Stunden sind ohne Kabine. Was machen wir denn 10 Stunden da? Konsumieren. Nein, wir brauchen Stifte, wir brauchen Malsachen, Sägeball. Tennisschläger. Nee, Fußball. Und Bücher. Wir brauchen Bücher für die Kinder. Handy. Nee, jedes Kind wird morgen ein Buch durchlesen. Schluss, aus, Ende. Mikrofon, da kannst du alle Leute sehen. Gute Idee. Oh, hübsches Dekolleté. Stefan, weißt du was? Weißt du was? Das Leben kann noch so beschissen sein, wenn du lächelst, ne? Geht's immer vorwärts. Guck mal, sie lacht! Sie lacht! Lass mich jetzt. Ja, weil du nicht packst! Aber den Lebensmut lassen wir uns einfach nicht nehmen. Also ich muss jetzt packen, weil sonst habe ich morgen blaue Flecken in den Augen. Und ich auch. Du auch? Ja. Hast du eigentlich noch Läuse? Und ich auch! Halb sechs. Wir sind schon seit 3 Uhr heute Nacht unterwegs.
auf dem Weg nach Danzig, um unsere Fähre zu bekommen. Und die hintere Riege ist mittlerweile auch wach, alle aufgestanden. Ja, sieht ganz gut aus, kein Verkehr. Kann gleich auf die Fähre raufgehen. Katrin und ich, wir haben immer die gleichen Thematiken. Kommt auf mich zu. Was möchtest du denn essen zu Mittag? Und ich sag dann einfach, dafür habe ich doch geheiratet. Und lächel sie an mit meinem schönsten Lächeln. Und dann kriege ich meistens so ein ist das bei euch auch so? Wir kaufen rein, weil Schweden natürlich teurer ist als Norwegen. Machen den Kofferraum mal so richtig voll. Falls ihr euch mal nicht sicher seid, auf was für ein Boot ihr seid, also ob es Schweden sind oder Polen oder sonstiges, dann gibt es einen kleinen Hinweis. Guck mal hier unten, die vier Getränkekisten. Ja? Dann wisst ihr, ihr seid auf dem Weg nach Skandinavien unterwegs. Wir haben es endlich geschafft. Wir sind endlich in Schweden angekommen, in Karlskrona. Und wir haben einfach nicht eine einzige Welle gehabt. Wir haben einen strahlend blauen Himmel und jetzt müssen wir, glaube ich, noch 180 Kilometer oder sowas fahren zu unserem Casamundo-Haus. Ja. Wie viel? Wir fahren 2 Stunden. Mama sagt 3, Julian sagt 2. Mal gucken, ob ich es in 1,5 schaffe. Wir haben noch ein bisschen zu fahren, haben aber schon den Schlüsselcode bekommen und alles und freuen uns dann heute Abend einfach nur schön einschlafen. So, das ist nicht für YouTube hier, sondern das ist für meine Frau. Weil du ja mal die Videos schneidest, liebste Ehefrau der Welt. Also egal wie häufig ich noch irgendwelche Fähren verdaddel, egal wie häufig ich Flüge falsch buche, oder ich im Auto sage, Geld bitte, weil wir an eine Bezahlstation kommen. Du weißt, dass ich dich liebe. Ja? Und ich freue mich, dass wir geheiratet haben und dass wir bis ans Lebensende zusammen sein werden und dass wir so eine Reise machen, dass wir uns gemeinsam entwickeln mit unseren Kindern. Und jetzt schneidest du über dieses Video.